Egal wo ich bin, ich fühle mich nicht dazugehörig. Entweder ich bin blind oder sie sind komplett schwierig. Ich sitze auf meiner Treppe und ich lausche der Musik. Ich habe einfach Bock gehabt, Mucke zu machen. Mit Leuten, die man gar nicht kennt. Zu dem Beat, ja, ja, ja. Sie sagen, du bist dumm. Sie sagen, du bist schlau. Sie sagen, guck nicht um. Warum? Sie halten dich für schwach. Sie halten dich für stark. Sie sagen, du brauchst was. 1, 2 von den Producern aus Dänemark, wie schon Trippy Red, Designer, Lil Zan und ich, die fette Ami-Leute produziert haben. I text him like, yo bro, I got some beats for you, add me on the live stream. Okay. And he added me and I played him like 5 beats. Yeah. And I sent him that beat one day later and then okay. He released it Monday. Wir sind in Aarhus auf dem Spot Festival und es ist der Ort, an dem wir die erste Backspin International Session starten. Es ist die erste Version von dem, was wir jetzt in ganz Europa machen wollen. Ein Studio, 2 Rapper und 2 Produzenten aus Deutschland mit mindestens 2 Rappern und Produzenten aus dem Land, in dem wir uns befinden, zusammen Musik machen und hoffentlich sehr viel Kreatives am Ende dabei rauskommt. My expectations for this project was to connect with all the guys from Germany and also the guys here from Denmark I didn't know before. And try to learn from each other how we work and get some stuff done. Wir sind ja mehrere Räume und es haben sich irgendwie so mehrere kleine Grüppchen gebildet. Dann hat Assad, glaube ich, hier angefangen, ein Beat zu machen. Dann haben wir ein bisschen gechillt und gevibed und dann irgendwann bin ich mal rübergegangen in einen von den anderen Räumen und da waren die auch schon ganz wild am Tüfteln. Und die hatten einen geilen Beat da am Machen und einer hat schon so ein bisschen rumgesummt, Melodien. Und dann habe ich einfach gefragt, ey, was machst du? Und er meinte, ja, ich mache irgendwie eine Hook. Mach du doch einen Verse, meinte er zu mir. Und dann mache ich, ja, alles klar. Okay, I'm ready. Kurze Demospur eingerappt. Baby, 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 weiß es noch. Das ist eine Latency. Benjamin just put up and rolled up a beat. And I liked it, so I put a hook on it. And Optimane liked it as well. So he rapped something that was in his trap genre. And he liked one of my melodies, so he tried to like do the same thing and it actually ended really good. Und jetzt rufe ich dich schon nicht mehr an. Damn. Something like that. Baby, baby, weißt du noch letzten Song? Was traf uns wie Blitzendorn? Ich nur die Chris und die Sean. I can translate for you if you like. Right. Yeah, what are you singing? Your friends have warned you, but now I don't call you anymore. Ooh, nice. That's some bars. I like that. Fire. Dope, man. Cool, thank all you guys. Right. Now we have it. Sure, it's and then we demo. Can come back to it afterwards. Okay, for sure. I like to work like that. Und dann meinten die auch schon, ja, alles klar, fertig, wir fangen jetzt den nächsten an. Dann meinte ich so, ey, wie? Soll ich keine Backups machen? Oder nee, auch, nee, das passt schon, nur die Idee reicht, so arbeiten wir immer. Und ich bin eigentlich so gewohnt, dass ich, ja, wenn ich einen Part aufnehme, dann nehme ich ihn richtig auf, dass der dann auch fertig ist und dass der quasi dann für den Song ready ist oder dass man den Song dann fertig macht. Aber die meinten so, ja, nee, das machen wir dann später oder so. Jetzt erstmal geht es nur um die Idee und den Vibe einzufangen. Dann mache ich, alles klar, dann halte ich mich da mal an deren Arbeitsweise. I think it's just a healthy way to do things by the idea of bouncing quick ideas and then going to something new. Yeah. That's the same like when me and Lucas do samples and melodies. We just make a melody, we go away from it, and then we come get back to idea it. Get the out there and like... Yeah, we come back to it maybe 2 hours later and we're like, oh, this is shit, or oh, this is a hit. Yeah, we gone on fire cause we already started. Yeah. Shit. Done with it. My polygon. Und ich mach, was ich mach, jeden Tag, jede Nacht. Baby, baby, ey. Sing. Good stuff in there. Nice. Yeah. I almost fell asleep because I was like, not in a bad way, in a good way. Like. Yeah, that was dope. Yeah, it was cool, man. Also ich glaube, dass es nicht für jede Situation das Richtige ist, aber manchmal ist es schon geil. Es ist einfacher auf jeden Fall. Schön.
du als Chef? Ja. Das ist auch cool. Gib mir das, gib mir das, gib mir Gras, gib mir Gras. Gib mir das, gib mir das. Lass mich nicht warten, Mann, keine Geduld. Scheiße, jetzt hat gerade jemand angerufen. Du sagst, dass du was hast, ich sag, gib mir was ab. Taube auf dem Dach, gib mir was. Kann das sein, dass, Digga, ist das Latenz oder schiebe ich Filme? Ja, stimmt, das ist Latenz, Digga. Digga, ja. Sorry. Warum sagst du nichts? Sag ich doch jetzt. Irgendwas war komisch. Ja, stimmt, Digga. Ja, kein Wunder. Gib was, Sir! Gib mir das! Hier müsste reichen. I think the plan with the German artist, I feel like it could be cool if you had like one of his beats and, you know, the Joey Bargain. Having him up, yeah. Mm. Like a mashup. Jeg kan se de mennesker, men jeg kommer flere. Alt for mange folk, hvad hvor mange gør, ja. Troede de var færre, men der bliver kun flere. Alt for mange folk, hvad hvor mange gør. Vis mand, hvis jeg kan vel, men det kan lige han vil fortælle. Ganz ehrlich, Jungs, was soll das sein? Was für Quine? Was für Nightlife? Was für Nightlife? Was für Quine? Was für Nightlife? Was für Nightlife? Ey, ey, Hollywood Science. Ey, 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 Hollywood Science. Leier. Puste Panoraya. Sag, sag. Ja, yeah, just one ad-lib at the end. I do another one. Sag. Okay. Perfect. Haben Sie schon einen Hook, Leiden? Einen Hook? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich bin auch so Umweltschützer. Ja. Ich hätte Bock auf so, irgendwas da reinschreien, so auf, weißt du, von Lass die Welt in Ruhe oder so. Lass die Welt in Ruhe. Bitte hört uns zu. Flair, alt for mange folk, alt for mange, ja, ja. Alright, cool. How you feel about the verse? Is it tight? Because I can't understand the language, I understand, so. I understand. Yeah, I feel like, beim Aufnehmen konnte man gar nicht sagen, ob ein Take gut ist oder nicht, weil ich habe die Sprache natürlich nicht verstanden, ne? Ich weiß nicht, ob er gerade ein Lispler gehabt hat oder ein Wortfehler oder... Was Uncooles sagt. Ja, gar kein Plan. Selber uncool, man ahnt es gar nicht. Weißt du, yeah. Uncool, in denen auf dem Weiß Track. Gar nicht, wo wir rappen. Wir kannten alle die gleichen Arbeitsweisen, die gleichen Arbeitstechniken. Jeder hat natürlich seinen eigenen Style. Aber so die gleichen Drum-Packs, auf die man gerne zugreift und so. Ich glaube, das ist relativ ähnlich, ist ja auch nicht weit entfernt, ne? Deutschland, Dänemark. Wenn man jetzt Deutschland-China-Austausch machen würde, wäre vielleicht ein bisschen anders. War eine richtig geile Erfahrung, war ein geiler Trip, hat auch voll Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf die Tracks, die am Ende rauskommen. Ich glaube, dann zu den Songs kann man ein Fazit erst ein bisschen später dann machen, wenn die dann fertig gemixt sind und arrangiert und man, wie Darko eben schon meinte, mal ein paar Tage so drüber geschlafen hat und dann nochmal mit frischen Ohren dran geht. Aber so an sich, die Erfahrung und der Trip war richtig geil und wie gesagt, wir haben coole Leute kennengelernt, coole neue Aufnahme- oder Schreibtechniken. Oder Songwriting-Techniken, wenn man so will, kennengelernt. Also das war auf jeden Fall eine super geile Erfahrung. Also Austausch immer gut, ne? Glaube ich. Ländern. Wenn wir schon Gemeinsamkeiten finden. Klar, also auf jeden Fall. Ich würde das immer machen, in jedem Land. Ja. Für mich war das auf jeden Fall auch cool. So, weil hatte so ein bisschen Klassenfahrt-Charakter, was bei mir auch schon ein bisschen länger her ist. Und
war auf jeden Fall super geil, dass wir uns hier ein bisschen noch austoben durften und auch die Jungs kennenzulernen. So, das war auf jeden Fall nice. Auch junge Dudes, die auf jeden Fall das, was sie machen, schon gut beherrschen. All I see, money trees, fooling me, I could have been. Backspin.